Batman geht immer. Die Animated Series mit unserer Lieblingsfledermaus hat nicht nur den Batman-Bonus, sondern ist eine wunderbare Zeichentrickserie. Batman wurde ja auch wiederholt auf den Gameboy versoftet. Und natürlich musste da diese Serie auch als Vorbild genommen werden. Wurde es gut gemacht? Immerhin stammt das Spiel ja von Konami. Was taugt Batman The Animated Series für den Gameboy heute noch? Das Spiel wurde von Konami entwickelt und auch 1993 in Europa und Nordamerika veröffentlicht. Japan ging dieses Mal leider leer aus. Eine richtig zusammenhängende Geschichte gibt es allerdings nicht. Aber das passt ja auch zur Serie, denn das Spiel ist in Episoden aufgeteilt. Jede dieser Episoden ist einer der Erzfeinde Batmans gewidmet. Batman ist natürlich in der Form eines seitlichen Plattformers unterwegs. Ihr könnt dabei springen, euch an Wänden ninja-mäßig festhalten und euch mit eurem Bettseil an bestimmten Decken nach oben schwingen. Als Waffen stehen euch eure Faust und Batarang zur Verfügung. Letztere haben dabei natürlich eine begrenzte Einsatzanzahl. Wie schon angesprochen, ist das Spiel dabei in verschiedene Episoden unterteilt. Die Gestaltung entspricht immer ungefähr den aktuellen Erzfeind. So ist es bei Mr. Freeze natürlich überall frostig. Euch erwartet hier jedoch kein Beat'em-up wie bei den Turtles. Der Fokus liegt hier auf jeden Fall eher auf die Navigation in den Level und nicht auf das Kämpfen. Passt ja auch ganz gut zu der Fledermaus. Daher ist leider die Gegnervielfalt in den Abschnitten leider auch nicht gerade die beste. Die passen zwar alle immer, aber hier könnte auch durchaus mehr Abwechslung da sein. Meistens erwarten euch eine Sorte menschliche Gegner und noch sonstige, wie explodierende Teddybären beim Joker. Das ist aber alles nicht so schlimm, wie es klingt. Auf den anderen Fokus muss man sich eben einfach nur einlassen. Am Ende der Level steht natürlich immer der entsprechende Fiesling als Boss im Weg. Ihr müsst aber nicht nur immer als Batman unterwegs sein. Der kann sich schließlich nicht immer um alles kümmern. Sein treuer Begleiter Robin übernimmt hier und da auch mal. Dieser bewegt sich dann auch etwas anders als Batman, aber immer noch vertraut. So kann sich dieser auch an den Decken entlang hangeln und nicht nur hochschießen. Also eine kleine Abwechslung, auf jeden Fall eine super Sache. Allgemein macht es einfach Spaß, durch die Level zu fegen, sich den idealen Weg zu suchen und die Gegner nach und nach zu erledigen. Doch gibt es natürlich ein paar kleine Ärgernisse, so gibt es zum Beispiel weder ein Speicher- oder Passwortsystem. Lediglich, wenn ihr das Level erfolgreich beendet habt, bekommt ihr als Belohnung eine Level-Auswahlfunktion. Das ist echt schade, da euch nicht üppig viele Continues zur Verfügung stehen. Abgesehen davon flutscht das Spiel aber angenehm von der Hand. Grafisch trifft das Spiel die Serie sehr gut, die Animationen sind gut getroffen und die allgemeine Levelgestaltung passt auch immer perfekt zu den Fieslingen. Auch die Musik und Effekte glänzen. Aus technischer Sicht braucht sich das Spiel auf jeden Fall nicht zu verstecken. Was taugt Batman The Animated Series also heute noch? Ganz ehrlich, ich bin sehr positiv überrascht. Klar, Konami kann man zu der Zeit schon vertrauen, was Vernünftiges herauszubringen, aber das hier übertrifft meine Erwartungen. Es ist echt ein richtig gutes Spiel und hat mir sehr viel Freude bereitet. Klar, uneingeschränkte Empfehlung von mir aus. Einziger Haken ist jedoch die fehlende Passwortfunktion, aber wer sich daran nicht stört, kann hier bedenkenlos zugreifen. Das war der Test zu Batman The Animated Series für den Gameboy. Wenn es euch gefallen hat, ihr fantastischen Menschen, dann wisst ihr, was zu tun ist. Und ansonsten sehen oder hören wir uns beim nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.